Hallöchen, Popöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zur Folge 23 von Horror's Village. Wieder mit der guten Bella am Start, immer noch dieselbe Aufnahmesession. Und immer noch dasselbe Prozedere. Und in der letzten Folge ist ja die liebe Leonie gestorben und aus der Asche wieder auferstanden. Man sieht, glaube ich, sogar hier noch das Blut oder so. Ja, hier, die Glut, glaube ich, hier. Hier. So, und wir kriegen mal Zuwachs und ab und zu sterben auch wieder Leute. Es ist immer noch das Problem, dass wir drei Kranke haben, die werden aber nicht geheilt. Komischerweise. Und uns ist es das Holz ausgegangen. Na toll. Dann heißt es erstmal sammeln. Richtig, wir können jetzt eigentlich gerade gar nichts bauen lassen oder so, sondern einfach nur zuschauen. Und Tee trinken. Ich habe leider keinen Tee hier. Ich habe nur Cola und Wasser da. Ich habe überhaupt nichts gerade hier im Raum. Egal. Also schäm dich. Schäm dich im Grund und Boden. Jetzt würde ich aber ganz kurz glatt sagen, wir kündigen mal die Holzhacker. Sagen erstmal hier Pause. Pause. Dann werden sie Sammler. Dann werden sie erstmal Sammler, genau. Dass sie das, dass wir mal das Holz einsammeln können. Und dann, wenn wir dann merken, oh, es wird wieder Herbst, dann ganz schnell wieder einstellen, die drei. Oder vier oder fünf. Ich würde sagen, diesmal vielleicht mal drei. Oder vier oder fünf. Also maximal kann man hier. Warte mal, das sieht man hier ganz gut. Moment. Muss ich gucken, wo ist das Holzhacker-Ding gerade? Kann man selber einstellen, wie viele Leute man haben will. Meistens wird es immer angegeben, wie viele man eigentlich da reinstopfen kann. Und wir haben jetzt das Ängste jetzt so gemacht, dass die Holzhacker jetzt weg sind, weil wir haben jetzt 472 Brennholz. Ich hoffe, das reicht für den nächsten Winter. Dann können werden die Leute jetzt wie blöd Bäume hacken. Und ich hoffe mal, die tun sich keinen Splitter einfangen. Und wenn ja, dann gibt's Ärger. Und ein Hello Kitty Pflaster für jeden. Ja, das sieht man schon, wie sie hier das Ganze komplett abrasieren. Hier sieht man auch die Baustelle Hospital. Aber wie man sieht, Hospital braucht 450 Holz. Schwierig. Wenn wir hier jetzt das nächste Gebäude haben, das braucht zum Beispiel 360 Holz. Also ich entscheide mich erstmal für das Haus, dann fürs Hospital. Dann haben die drei da, die da drin stehen, halt eben Urlaub. Dann sind die beurlaubt gerade. Er reist. So, wie man sieht, werden alle Felder bestellt. Das finde ich gut. Ich lasse den jetzt erstmal glatt das Fleisch da und das Gemüse dürfen sie jetzt nicht nehmen. Wenn es ausreicht, lasse ich es so. Wenn nicht, dann mache ich schon wieder das Obst oder das Gemüse wieder offen. Die haben da vorne ja über 2000. Über 1000. Ja, aber die fressen halt die Mähdrescher. Die wollen wir jetzt alle umkippen. Und es gewittert und wird neblig. Na toll, ich geh mal ein bisschen. Ah, Gewitter. Die Mäus. Und ganz nah bei den Fischern rangehen. Alter, wie nah kann man an die Figuren ran? Ich kann es ja quasi so machen. Na, Kitzel? Und da ist ein Fisch. Fisch was? Da hängen Fische. Getrocknete Fischis. Alter, Gewitter, beruhig dich mal. Das hört sich ja schon fast an wie ein MG-Geschütz. Der Sammler kommt aber auch nicht hinterher, kann das sein?
mach mal so, dass ich lass mal die Kräuter mal hier auch wieder schließen, dass der auch mal wieder ansammeln kann. Ich kann ja, weißt du was, ich bin mal freundlich, ich gebe dir mal Werkzeug. Ein Baby geboren. Okay, es geht weiter. Die vermehren sich schon wieder wie die Karnickel. Jetzt wird gerammelt. Lalalalalala. Ich finde, das sieht eigentlich ganz, ganz gut aus hier, so die, die Sicht hier. Man klappt jetzt haben sie schon 9, 10, 10, what the fuck? Was, what the fuck, was haben wir? 27 von 40 Werkzeugen? 40 Werkzeuge haben wir insgesamt. Na, guck mal, die haben schon 16 weggenommen. Ja, sollen sie ruhig. Ich meine, die bauen auch ohne Werkzeug, man hat's gesehen, aber ich möchte einfach mal dem was Gutes tun. Sollen wir sehen, jetzt sind beide. Oh Gott, schau dir mal die Felder an. Hui! Jetzt sind's fleißig. Oh. Weißt du was? Jetzt liefern wir jetzt hier. Komm, ernten bitte. Hier bitte auch ernten, dankeschön. Hier bitte auch ernten, dankeschön. Hier bitte auch ernten, dankeschön. Schön, hier geht's leider nicht. Da auch bitte ernten. Dann können sie mich das jetzt nicht ansammeln. Wieder. Alter, guck mal. Ei, ei, die waren jetzt fleißig, aber man sieht ja, jetzt wächst schon wieder nach. Deswegen finde ich den Förster ein bisschen überflüssig, weil der kann ja dafür sorgen, dass er auch mit Holz hackt oder dass er Bäume pflanzt. Alles klar, und hier sieht man auch mal den Steinbruch in seiner ganzen Pracht. Da liegt ein Vorschlaghammer hier auf der Kiste. Hier haben wir eine Laterne, die ein bisschen größer als das Fass ist. Hier ist genauso, das ist noch größer als der Kopf von den Dorfbewohnern hier. Da haben wir die Lehmmine. Ja, schade, dass man die nicht umwandeln kann zu einer Kohlemine. Ich frag mich immer noch, wo das sein soll hier. Was haben wir denn? Ich bin schon wieder neugierig. Was? Kind wäre der Geburt gestorben. Okay, armes Kindlein. Armes Duft. Das kann natürlich auch passieren. Dann war das eine Fehlgeburt. Ja, leider. Kann man nichts machen. Naja, ein Mäulchen weniger zum Futtern. Okay, jetzt machen wir mal das wieder zu und dann machen wir jetzt das Obst mal frei für sie. Dass die ja nicht verhungern. 629 Holz haben wir wieder. Wo brauchen wir auch hier, oder? Ne, nicht einmal. Na komm, dann mach ich jetzt wieder. Mach ich jetzt mal wieder langsamer. Und dann sage ich, hey Leute, es wird Zeit zum Bauen. Hallo, wie viel? Ja, das, ich übertreibe wieder. Ich denke, das unten heißt mit Mitarbeiter. So, und dann mache ich folgendes wieder. Dann sage ich wieder, hey Boys und Girls, das hier ist wichtig. So, zack, zack. Nochmal wieder auf schnell. Dann können sie jetzt das Material jetzt wieder hintragen. Aber das habe ich auch noch nie erlebt, dass ein Kind während der Geburt gestorben ist. Das arme Ding. So, mal sehen, wie das Gebäude entsteht. Also, Essen haben sie genügend. Hier sammelt sich auch schon wieder das Gemüse, schon wieder über 3130. Die tun ja jetzt alles gerade lagern. 420 Getreide haben wir schon. Also, wenn wir jetzt irgendwann eine Windmühle bauen und eine Bäckerei, haben wir schon mal das Material dafür. Das ist meine Absicht dahinter. Also 11 von
40 Werkzeugen sind übergeblieben, sehe ich gerade. Brauchen uns anscheinend gerade nicht. Ich würde aber sagen, die Windmühle, die haben wir hier hin, oder? Ja. Aber ich zeig dir die mal nur, gell? Ich baue sie nicht hin, ich zeig sie dir nochmal. Muss nur schauen, wo die ist. Nur gucken. Nicht anfassen. Göttergarten, wo ist denn die Windmühle nochmal? Gute Frage. Ach, da hinten. Schau mal, wie groß das Teil ist. Oh. Dann machen wir aber nur eine hin, weil die kostet sonst zu viel Baumaterial. So. Jetzt legen sie aber hin. Wer ist das hier? Andi. Ist doch kein Name für eine Frau. Andi. Warte, Pause mal kurz machen. Die kriegt jetzt einen anderen Namen. Ja? G? Ja? I? Ja? Also mit einem I. I. Also nicht E, sondern I. Ich hab I verstanden. Moment. G, I? N, A. Ja? Gina. Schreibt man das nicht G-I-N-A? Ich habe das so gesagt. G-I-N-A. Ja, dann habe ich Tomaten oft in den Ohren. So, jetzt aber. Oh Gott, jetzt geht's aber schnell. Das Ding hat sogar noch eine Zäunung. Was? Da ist gerade ein Wolf gestorben, man hat's gehört. Bin ja mal gespannt, wie das jetzt unsere Dorfbewohner raufzieht wieder. Wenn sie merken, oh, da ist jetzt noch ein schöneres Gebäude entstanden. Dann rammeln die ja gleich wieder wie die Karnickel. Das Haus habe ich zum Beispiel noch nie gebaut. Glaube ich. Weil das ist hier ein kleines Haus. Und das ist eine Herberge. Herbergi? Ich lasse es aber bei der Geschwindigkeit. Wow, ich finde es schon ein schnuckliges Dorf. Ja. Obwohl vielleicht jetzt einen Schmied brauchen wir jetzt nicht unbedingt, hat man ja gesehen. Vielleicht haue ich irgendwann mal einen Rennofen und einen Brennofen hin, dann kriegen wir zu dem hier auch noch anderes Brennmaterial, nämlich Kohle. Schauen wir mal. Und wie du siehst, hier wachsen schon wieder die ganzen Bäume wieder nach. Also ist ein Förster eigentlich komplett überflüssig. Oh, jetzt nimmt's Form an. Oh. Und es ist fertig. Alter! Da passen 10 Leute rein. Alles klar, jetzt haben wir das schon mal. Es wird natürlich Nahrung reingebracht. Gut. Dann würde ich mal sagen, 450, ja, da bräuchte ich nur ein bisschen mehr Holz, Leute. 390 Stein, 200, ja, 1000, über 1000 Erz. Ton haben wir auch. Den Ton brauche ich eigentlich gar nicht verweigern. Haben wir jetzt einer nochmal einen scheiß Baum? Bitte, dankeschön. Ihr Luschen. Oh. Was? Lähmstecher will Stab an Altersschwäche. Was? Willi Stab. An Altersschwäche. Willi. Warte mal, ich will doch hier... Ich will halt wieder auf Pause, wenn ich hier keinen erwisch. Wo ist denn der Bauer Turny? Turny, es tut mir furchtbar leid, aber ich brauch dich mal ganz... Ja, oder brennt der? Schau mal. Der nächste, der brennt. Warte mal. Oh, was wollte ich jetzt machen? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Zum Baumfällen? Ja, für Holz, genau. Natürlich. Ist das... Täusche ich mich hier? Der hat was... Der hat...
Er hat was in den Händen. Ja, den kann ich nicht nutzen. Kann ich nicht nutzen hier, Bella. Ich hab die Bella erwischt. Ja, komm her, du. Süßes Mal, du. Holy. Ja. Kann es sein, dass es mich jetzt zweimal da gibt? Weiß es nicht. Lady Bella und Bella? Ja, okay, dann wird die halt hier umbenannt. Nein! Oma Bella. So. Ey! Hast du verdient. So, das war schon umsonst. Da hat jemand schon früher. Gott, bist du langsam, du Oma. Ey, Opa! Kein Respekt, die Jugend zu Älteren. Einfach stimmen. Kind während einer Geburt gestorben, mal wieder. Schon wieder. Ach. Seht ihr, meine Lieben, so frech ist der Holy zu mir. So frech. Die werden sagen, hast du es nicht anders verdient. Uschi. Du bist schon recht, Olga. Ja. Wer ist jetzt hier am werkeln? Hey, Major. Das ist ein dummer Name. Da fehlt noch ein Bob dahinter. Genau. Bob. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell die da jetzt das Hospital fertig haben. Wie sieht's eigentlich? Die drei immer noch drei krank. Und die frieren natürlich. Ah, Jesus, Maria und Josef. Guck mal her, du. So, erstmal wieder laufen lassen. So, und dann hier Brennholz. Bitte schön 20 Stück für das große Gebäude. Njong, Speedy Gonzales. Weil das finde ich nicht nett, wenn die ganzen Leute da am Frieren sind. Alter, ich hasse diese Kopfbewegung. Ja, komischer Opa, du. Ganz ehrlich, wer sich das einfallen lassen hat, der kürzlich auf den Arsch kaut, aber gewaltig. So, jetzt haben sie wenigstens Feuer. Die dürfen sich jetzt nicht beschweren. Ich habe Feuer gemacht. Ja, jetzt dürfen sie sich auch nicht mehr beschweren. Die haben 20 Holz bekommen von mir, so großzügig bin ich. Okay, sind sie schon... Was wir jetzt tragen sie das Material gerade hin. Ich bin ehrlich, ich habe das Krankenhaus noch nie wirklich so in Aktion gesehen. Ich hab zwar mal schon mal gebaut in einer Staffel, aber, also ich glaube Staffel 2 war das sogar. Aber ob was gebracht hat, habe ich nicht mehr in Erinnerung. Alter, gib dir das mal über 5690 Gemüse, also Kartoffeln. Stell dir mal vor, du müsstest jeden Tag Kartoffeln essen. Kartoffel mit Salz, Kartoffelbrei, Kartoffelsalat, Kartoffelsuppe. Kartoffelpüree. Pommes! Pommes, Fritz. Jetzt ist das schon das gegeben. Das würde ich schon machen, aber also Pommes, Bratkartoffeln, gerne. Aber Kartoffelsuppe kann ich schon langsam nicht mehr sehen. Okay, verstehe ich. Die Betonung liegt auf kann ich gar nicht mehr sehen eigentlich. Okay. Weil nämlich bei uns in der Maßnahme machen wir unser Essen immer selber, also zumindest zum Mittag. Lass mir da als Vorsprache. Warte mal, ein Baby wurde geboren. Ja, wir haben jetzt wieder Zuwachs. Und da ist Donnerstag immer Suppentag. Ja. Ich kann es mir vorstellen. Egal was, Linsensuppe. Ich würde mich mal freuen, wenn es immer mal Tomatensuppe geben würde. Und, ja, dann gab's im Sommer gibt's manchmal sogar auch Salat. Okay. Und dann halt zum Winter hin immer Suppe, Kartoffelsuppe. Das mehr oder weniger Schlimme bei mir war damals, wie ich die Ausbildung als Gärtner hatte. Ja, ich bin ausgebildeter Zierpflanzengärtner, falls ihr das wissen wollt. Gab es in der Berufsschule immer, und ich betone immer, vor jeder Speise als Vorspeise Suppe. Kohlsuppe, Gemüsesuppe, Kartoffelsuppe,
Nudelsuppe. Alter, irgendwann sind wir denen aufs Dach gestiegen. Ich kann ja mal gucken auf den Speiseplan, was es jetzt diesen Donnerstag für eine Suppe gibt. Es ist meist so, dass Menü 1 und 2 genau das gleiche ist. Was geht denn bei meinem PC schief? So hört sich manchmal an, als wäre irgendwie, keine Ahnung, was. So, ich habe die Holzhacker wieder in Aktion gelegt. Gemüsecremesuppe mit Würstchen und Baguette. Oh herrlich, da kommt ja voll Freude auf. Ich hab Montag verpasst. Da gab's Filet vom Matthias nach Hausfrauenart mit gebutterten Schnittlochkartoffelchen. Oh, heute gab's Salami-Pizza. Ja, bei mir gab's heute Käsepizza mit Curry-Ketchup und Pfefferschoten-Schafe. Morgen gibt es gebackenes Hähnchenschnitzel mit herzhafter Paprikasoße dazu. Oh! Wir haben doch gerade von Kartoffeln geredet, ne? Da gibt's Kartoffeln dazu. Nein, Pommes. Oh wow, es sind ja auch Kartoffeln, nur geschnippelt. Mhm. Donnerstag, wie gesagt, Suppe. Und Freitag Bratwurst mit Soße, Rotkohl und Kartoffelpüree. Yay. Boah, stellt euch mal folgende Situation vor. Ihr wohnt in einem Dorf wie diesem hier. Und es gibt jeden Tag nur Fisch. Alle möglichen Fisch. Geräucherter Fisch, gesalzener Fisch, gepökelter Fisch. Oh Gott. Nee. Dann würde ich erst ganz sagen, dann fresse ich lieber Giftbären aus dem Wald, als dass ich jeden Tag Fisch fressen würde. Ich mag Fisch, keine Sorge. Und wenn wir jemanden hungrig gemacht haben, haha. Mit Recht. So. Wir können es halt. So, Brennholz habe ich für die, wie gesagt, wir öffnen. Das 10. Jahr sind wir jetzt schon. Und am Freitag ist Menü 2 irgendwas mit rote Beete. Ich liebe rote Beete. Ich weiß auch nicht warum, aber ich mag irgendwie keine rote Beete. Ein Baby wurde geboren. Jetzt geht's aber los. Wir haben 51 Dorfbewohner. Hat die schon mal so viele? Ich glaube nicht, oder? Keine Ahnung. Ja gut, wir lassen jetzt nochmal das Baumaterial hier ansammeln. Jetzt brauchen wir bloß noch den Ton. Den Lehm. Na komm. 105, 115, 130, 145, na komm. 160, so jetzt wird der Bau gemacht. Aber ich bin jetzt ein gemeiner Kerl und sage jetzt mal Cliffhanger. Wenn es euch wieder mal gefallen hat, dann lasst den ganzen doch ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr bei mir bleiben wollt und nichts mehr verpassen wollt, drückt ruhig den Abo-Button und die Benachrichtigungsglocke ein. Würde mich freuen. Über ein Feedback in Form von Kritik, Vorschlägen, Tipps und Tricks würde ich mich natürlich auch freuen, die gute Bella auch. Übrigens, Bella, ein Baby ist geboren. und dann sage ich mal, bis demnächst, schönes Wochenende da draußen und bleibt anständig, ja? Und immer die Hände über der Bettdecke lassen, bitte. Danke. Tschüss. Tschüss.